Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Stadtgespräch aus dem Skala in Ludwigsburg. In unserer heutigen Sendung zu Gast ist Bürgermeister Michael Ilk, Leiter des Dezernats Bauen, Umwelt und Technik in Ludwigsburg. Herzlich willkommen, Herr Ilk. Ja, Dankeschön. Guten Abend. Herr Ilk, Ludwigsburg wächst und Ludwigsburg will auch weiter wachsen. Kann jeder heute nach Ludwigsburg ziehen, der nach Ludwigsburg ziehen möchte? Das würden wir uns wünschen, aber momentan ist es tatsächlich nicht möglich, weil die Wohnungsknappheit schon deutlich spürbar ist auf dem Markt. Man merkt es ganz deutlich an den Mietpreisen, die sehr stark nach oben gehen. Also Ludwigsburg wächst. Wir haben jetzt allein in den letzten 5 Jahren haben wir ja enorm zugelegt. Ich habe mal aus Spaß mal Statistiken angeschaut, Vorausberechnungen aus dem Jahr 2004. Da hieß es dann, dass bis ins Jahr 2015, 2016 der Einwohnerstand in etwa bei 87.000 sein wird. Und die haben wir schon längst verlassen, die 87.000. Wir sind jetzt bei etwa 93.000. Und der Druck auf den Wohnungsmarkt ist ungebrochen hoch. Also allein die Wohnungsbau Ludwigsburg hat in ihrer Interessentenliste 1.300 Namen verzeichnet, die dringend Wohnungen suchen. Und Sie haben es eben gesagt, der Wohnraum ist knapp, dementsprechend hoch sind die Mieten. Wo liegt vergleichbar der durchschnittliche Mietpreis hier pro Quadratmeter? Der durchschnittliche Mietpreis, gut, das muss man jetzt dann wieder unterscheiden. Im Altbestand, da ist er dann, sage ich mal so, bei 6, 7 Euro. Und im Neubestand, wenn wir jetzt auf die Neubauten nochmal gehen, da sind wir dann schon sehr gut im zweistelligen Bereich drin. Und das ist natürlich eine Frage, die uns auch insgesamt auch sehr bewegt. Mhm. Können jetzt die Menschen, gerade die Familien, junge Familien, die in der Aufbauphase sind einer Familie, die kleine Kinder haben, wo vielleicht nur einer berufstätig ist, können die sich überhaupt noch eine Neubauwohnung irgendwo leisten zur Miete, wenn sie danach 12 oder 13 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen? Das heißt, bereits heute gibt es zu wenig Wohnraum hier, auch zu wenig bezahlbaren Wohnraum, um die Nachfrage zu befriedigen. Wie gehen Sie in der Verwaltung mit diesem Problem um? Also wir sind natürlich intensiv auf der Suche jetzt nach neuen Bauflächen. Also es gibt ja auch diese Wohnungsbauoffensive. Wir haben beispielsweise in der Fuchshofstraße ja dieses Entwicklungsareal. Wir haben jetzt einen Aufstellungsbeschluss gefasst im BTU und im Gemeinderat für den Bereich Schauinsland in Neckarweingen. Also da kommen schon so Flächen jetzt sukzessive auf den Markt, die wir auch bebauen wollen. Das ist gerade der Schwerpunktaufgaben für uns. Sie haben es eben schon kurz angesprochen, durch die Presse kursiert da immer so eine Zahl, die Zahl 500. Ja. 500 Wohnungen pro Jahr, das soll die Messlatte sein. Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man so diese Aufgaben auf eine einzige Zahl dann reduziert, wenn wir sagen, wir brauchen 500 Wohnungen, weil wir ja viele Dinge begleitend ja noch betrachten müssen. Also allein die Zahl 500 Wohnungen, die wird uns jetzt nicht helfen. Wir müssen uns genau Gedanken darüber machen, über den Wohnungsmix. Wir müssen im Grunde genommen die Bevölkerung abbilden in den Wohnungen. Das heißt, wir brauchen preiswerten Wohnraum für die jüngeren Familien, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Wir brauchen aber auch für die zahlungskräftigere Klientel natürlich Einfamilienhäuschen, Reihenhäuser. Also wir müssen da mit einem gesunden Mix agieren und einen gesunden Mix auf den Markt bringen, weil es uns nur dadurch dann auch gelingt, die Attraktivität der Stadt Ludwigsburg hochzuhalten. Die Fläche im Stadtgebiet Ludwigsburg ist ja durchaus begrenzt. Sie haben jetzt einmal 13 Bauflächen definiert. Wo sind diese? Also die größten Bauflächen, das ist das, was ich eben schon erwähnt hatte, das ist der Bereich Entwicklungsbereich Ost, Fuchshofstraße, also zwischen der Oststadt und Osweil. Das ist eine größere Fläche, da werden wir so circa 400 Wohnungen hinbekommen, ungefähr etwas mehr als 400. In Grünbühl, da gehen wir jetzt eine große Entwicklung an auf den ehemaligen BIMA-Flächen. Dort wird auch ein neues Quartier entstehen, also wird der Stadtteil Grünbühl wird dann sein Gesicht verändern, zum Positiven hin verändern. Da rechnen wir auch in etwa so mit 400 Wohnungen, die wir dort unterbekommen. Und eben auch Scholpenegg, also in Neckarweingen. Ansonsten haben wir viele so kleinere Flächen, wo wir dann mal 6, 7 Einfamilienhäuschen hinbekommen, ein paar Reihenhäuser, die jetzt aber den Markt dann nicht wirklich spürbar entlasten. Gesetzt den Fall, alle Gebiete, die Sie jetzt definiert haben, würden zu 100% im Rahmen der Planung bebaut. Wie viele Bewohnern würde das denn in etwa entsprechen? Wir hätten dann, sagen wir so, um die 1600 Wohnungen in etwa und es sind dann so ungefähr, wenn man mit 2 bis 2,3 Personen rechnet pro Wohnung, dann sind wir bei etwa 3.500 Einwohnern, denen wir dann nochmal Platz
Wenn man das jetzt durch die 500 teilt, das heißt, das ist eine Arbeit von 3 bis 4 Jahren. Das ist eine Arbeit von 3 bis 4 Jahren, wenn man es jetzt dann tatsächlich so aufteilt auf diese 500 Wohnungen. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Gedanken für weitere Neubaugebiete auch noch, die wir durchaus auch noch erschließen können. Aber für uns gilt ja mal der Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Das heißt, was ja auch schon in der Diskussion gewesen ist, das Hartenecker Feld, also so praktisch von der Hartenecker Höhe gesehen, so Richtung Neckar bergab, ist für uns ja noch ein Außenbereich. Und man darf sich auch nicht so einfach vorstellen, dass wir dann einen Bebauungsplan dann aufstellen und dann die Wohnungen dort bauen können. Da gibt es viele weitere Fragen hier auch noch, die zu klären sind. Beispielsweise die Erschließung, wie kommen die Leute dorthin? Die müssen ja zu ihren Wohnungen kommen können. Wie funktioniert die Entwässerung? Wie funktioniert das mit dem Grün drumherum? Die Stadt soll ja auch lebenswert bleiben. Das heißt, auch so habe ich das vorher verstanden wissen wollen, allein die Zahl 500 Wohnungen hilft uns nicht. Es muss insgesamt die Attraktivität und die Qualität, die muss auch erhalten bleiben. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir sind nach einem kleinen Augenblick wieder für Sie zurück. Regio TV. Herr Ilk, Sie haben es eben schon angesprochen. Ja. Man kann jetzt ja nicht einfach anfangen zu bauen, auch nicht als Stadt Ludwigsburg, sondern es gibt da ein Verfahren. Ja, da gibt es ein Verfahren, ein Bebauungsplanverfahren. Das zieht sich über eine gewisse Weile hin und es ist auch richtig so. Das sind im Wesentlichen 3 Schritte. Der erste Schritt ist dann zunächst einmal, dass der Gemeinderat vom Grundsatz her mal beschließen muss, dass ein Baugebiet entstehen soll. Das ist dann der sogenannte Aufstellungsbeschluss, mit dem wir in den Gemeinderat gehen. Da haben wir meistens so grobe planerische Vorstellungen schon, wissen schon, wollen wir Geschosswohnungsbauten drauf haben, wollen wir Einfamilienhäuschen drauf bauen. Dann gehen wir mit diesen ersten Ideen, diese allerersten Ideen, die wir haben, in die Bürgerbeteiligung. Wir befragen die sogenannten Träger öffentlicher Belange. Das kann die Wasserwirtschaft sein, das ist das Landratsamt, das sind die Naturschützer. Also ganze breite Menge von Institutionen werden da beteiligt. Von denen bekommen wir Rückmeldungen. Und dann werten wir diese Rückmeldungen aus, dann gibt es den nächsten Schritt und dann gehen wir wieder in den Gemeinderat. Dann haben wir den Entwurfsbeschluss, den sogenannten. Und da kann der Gemeinderat nochmal korrigierend eingreifen, kann sagen, die Straße hätte man gerne ein bisschen breiter, ein bisschen schmäler, ein bisschen weiter nach links oder weiter nach rechts verschoben. Dann gehen wir erneut in ein Beteiligungsverfahren, das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen. Dann haben nochmal alle Bürger und alle Institutionen die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und dann müssen wir nachher das Ganze zusammenbacken zum sogenannten Satzungsbeschluss, den der Gemeinderat dann fällt. Und erst dann können wir auch tatsächlich anfangen zu bauen. Und die Zeitdauer ist im Regelfall, das dauert in etwa 12 Monate. Das größte definierte Gebiet, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, ist das Hartenecker Feld. Dies wird ja vom Regionalverband Stuttgart immer wieder als Wohnungsbau-Schwerpunkt ins Gespräch gebracht.
für Sie auch ein Thema? Das ist für uns jetzt momentan nicht das Top-Thema, das Hartenegger-Feld, einfach aus dem Grund, weil für uns der Grundsatz gilt Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Das Hartenegger-Feld ist jetzt noch ein außenliegender Grünbereich und den wollen wir nicht angehen prioritär, weil wir zunächst einmal gucken müssen, dass wir die Freiflächen, die wir im innerstädtischen Bereich haben, dass wir die verdichtet bekommen. Das heißt, wo wird es jetzt als erstes losgehen? Also wir sind jetzt schon losgegangen mit dem vorher schon erklärten Aufstellungsbeschluss im Bereich Scholpenegger, Schauinsland in Neckarweihingen. Das ist eine ehemalige Friedhofserweiterungsfläche gewesen, wo wir festgestellt haben, die ist nicht, wird nicht mehr benötigt. Deswegen haben wir die jetzt umgewandelt zum Baugebiet. Dann haben wir ganz oben auf der Prioritätenliste die Fuchshofstraße, Entwicklungsbereich Oststadt Osweil, weil wir dort eben auch eine große Anzahl an Menschen hinbekommen. Das werden zu 424 Wohnungen in etwa sein, die dann da entstehen. Und wir haben darüber hinaus auch noch Grünbühl jetzt sehr stark im Fokus. Also auch da werden etwa 400 Wohnungen entstehen. Und das sind die größten Gebiete, die wir jetzt prioritär angehen. Allein mit der Bebauung von Ein- und Zweifamilienhäusern wird das natürlich nicht funktionieren, diese Zahlen zu bekommen. Sie planen also auch, in die Höhe zu bauen. Ja, das ist immer so ein Abwägungsprozess natürlich. Wir haben die Fläche schlichtweg gar nicht, um überall Einfamilien- und Reihenhäuschen zu bauen. Wir hätten auch gar nicht die Klientel dafür, dass wir also alles in Reihenhäusern abbilden können und dann nachher meinen, wir bekommen die auch alle verkauft. Und wir müssen natürlich mit der Fläche auch sorgfältig umgehen. Das heißt, die Gemarkungsgrenzen von Ludwigsburg, die sind eben unverrückbar. Wir haben nicht mehr als die Fläche, die eben fest definiert ist. Und da ist eben eine Möglichkeit zu sparen und auch der Natur dann was Gutes zu tun, indem wir ein wenig in die Höhe gehen. Dadurch sparen wir und sichern wir die Grünflächen außenrum. Ein Beispiel für das Bauen in die Höhe gibt es ja in Ludwigsburg. Wird ja von vielen Bewohnern im Stadtbild, ich würde mal sagen, etwas kritisch angesehen. Haben Sie nicht Angst, dass man in 20 Jahren sagt, die Geschichte der Bausünden hat sich wiederholt, Teil 1 und Teil 2? Nein, da habe ich jetzt keine Angst. Ich glaube, wir machen uns heute viel mehr Gedanken, viel umfassendere Gedanken auch, als es damals vor 40 Jahren noch der Fall gewesen ist. Wobei vom Grundsatz her natürlich das vor 40 Jahren schon auch richtig gewesen ist, zu sagen, wir gehen in die Höhe, sparen dann dadurch an der Fläche eben etwas. Aber wir haben heute einen deutlich integrativeren Ansatz. Das heißt, wir betrachten die Grünflächen außenrum noch, weil insgesamt die Wohnqualität, der Wohnwert natürlich ganz mitentscheidend ist für die Attraktivität einer Stadt. Also wenn wir jetzt alle Grünflächen zubauen würden und, sage ich mal, maßlos auch in die Höhe gehen und sehr viel versiegeln würden, dann würden sich die Leute bestimmt auch wieder von Ludwigsburg abwenden. Und momentan ist ja Ludwigsburg eine so attraktive Stadt, weil wir, sage ich mal, ungeachtet jetzt dieses großen Druckes und der 93.000 Einwohner, wir haben 50.000 Arbeitsplätze und es ist für eine Stadt dieser Größenordnung auch ganz enorm. Das heißt, der Arbeitsmarkt, der boomt. Wir haben sehr, sehr gute Naherholungsflächen, Zugwiesen am Neckar unten, wobei das natürlich auch für viele Innenstadtbewohner recht weit entfernt ist. Aus dem Grund machen wir uns auch weiterhin Gedanken darüber, wie wir das Grün auch in die Stadt reinholen können. Wir haben ja da Ideen zu einem grünen Ring. Das heißt, ähnlich wie die Straßen miteinander vernetzt sind, wollen wir die Grünflächen in der Stadt miteinander vernetzen, sodass es eines Tages möglich sein wird, sich immer begleitet von Grün einmal so quer im Kreis rum durch die Stadt zu bewegen. Und es sind so Gedanken, die wir uns machen, um die Attraktivität der Stadt aufrechtzuerhalten. Und soweit ist vor 40 Jahren nicht gedacht worden. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Aspekt abschließend, der Ihnen, wie ich weiß, auch sehr am Herzen liegt. Das Radwegenetz in Ludwigsburg wird ständig optimiert. Ja. Auf wie viel Prozent in jetzt der persönlichen Skala von Michael Ilk sind wir denn in Ludwigsburg? Was die Radwege angeht, da wäre ich ganz gerne ein bisschen weiter. Also wir haben ja das Radwegekonzept 2025 verabschiedet vom Gemeinderat, übrigens mit sehr, sehr großer Mehrheit. Und haben jetzt dann festgestellt, jetzt dann, wenn es konkret wird, gerade im Beispiel der Marbacher Straße, dass da noch sehr, sehr viel Diskussionsbedarf auch besteht. Also für mich ist es ein ganz wichtiges Thema, weil ich habe das von Anfang an auch immer klar gemacht, ich möchte jetzt nicht die Autofahrer ärgern, dadurch, dass ich Radwege baue, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir ein Angebot haben für die Radwege, dass dann viele Menschen, die in Ludwigsburg leben, wohnen und in Ludwigsburg arbeiten, dass die sagen, ich komme auch mit dem Fahrrad ganz bequem zur Arbeit, also steige ich um. Und damit erfreuen wir auch diejenigen Autofahrer, die nicht aufs Auto verzichten können. Die sind auch froh um jeden Radfahrer, der eben mit dem Fahrrad fährt und nicht aufs Auto zurückgreift. Helk, herzlichen Dank für Ihren Besuch, herzlichen Dank Dankeschön. Für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein beim Stadtgespräch.
Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis.